Ich dachte, also ich hatte mir vorher auch, es sind ja ein paar Videos auch hier schon auf YouTube zum Thema Bewerbung an, okay, nochmal komplett. Hallo, hier bei Take 19. Ich bin Stefanie und zusammen mit Sophia und Janina studiere ich Motion Pictures an der Hochschule Darmstadt. Und ich hatte ja letztens schon mal ein Video gemacht, wie das Studium bei uns so aufgebaut ist. Und ich dachte, jetzt mache ich einfach mal ein kleines Video darüber, wie der Bewerbungsprozess hier so abläuft, beziehungsweise wie das bei uns damals so war, ist halt schon wieder ein bisschen her. Und ja, erzähle euch einfach mal, wie das Ganze so funktioniert. Ich habe dafür jetzt hier auch mir einfach mal die Webseite von der HADA aufgerufen, um zu gucken, was momentan so die Bewerbungsvoraussetzungen sind, und da können wir ein bisschen durchgehen. Insgesamt strukturiert sich das Ganze, glaube ich, in drei größere Abteilungen. Also einmal hat man die Bewerbungsunterlagen, dann die Arbeitsproben und die Eignungsprüfung. Ich würde sagen, wir gehen das einfach mal der Reihenfolge durch. Okay, welche Unterlagen für die Bewerbung benötigt werden? Ein tabellarischer Lebenslauf. Das ist erstmal ein klassischer Lebenslauf. Ich weiß noch, mich hat damals vor 2 Jahren, ist ja noch nicht so lange her, wo ich mich beworben habe, so ein bisschen dieses inklusiver, filmischer, künstlerischer und narrativer Interessen ein bisschen verwirrt, was genau das ist. Ich kann auch mal sagen, was ich da bei mir gemacht habe. Also ich habe, glaube ich, einfach dann so angegeben von wegen, was sind meine Lieblingsbücher und Lieblingsfilme und generell einfach so ein paar von meinen Interessen angegeben. Stell dir mal vor, jetzt bewerben sich alle so. Das sind meine Lieblingsbücher. Das sind meine Lieblingsfilme. Vielleicht meine ich das. Was hast du da gemacht? Ich habe nur geschrieben, weil beim Lebenslauf gibt man ja manchmal so Hobbys und so noch Ja. an, habe ich geschrieben, so Filme drehen. Okay, ja, wow. Und dann kommt noch eine Begründung des Studienwunsches. Da gab es bei uns auch so eine Vorlage, die man nur ausfüllen müsste mit maximal 10 Zeilen. Ich glaube, was da wichtig ist, ist vielleicht, dass man, oder beziehungsweise ich einfach gemacht habe und keine Ahnung, dass man bei der Begründung nicht nur sagt, warum man Film machen möchte, sondern auch, warum man spezifisch Motion Pictures an der HDA studieren möchte. Also ich habe da sowas geschrieben, dass ich zum Beispiel super gern erstmal alle verschiedenen Bereiche irgendwie reingucken möchte, von so Regie, Schnitt, Drehbuch schreiben und sowas, und deswegen mich da bewerben möchte und nicht auf schon einer Spezi also es gibt auch ein paar Studiengänge in Deutschland, die so dort schon Kamera oder Regie oder Drehbuch spezialisiert sind. Und ja, einfach, dass man einfach so ein bisschen zeigt, dass man die Webseite irgendwie gelesen hat und sich so ein bisschen vorher informiert hat, was der Studiengang überhaupt ist. Dann ist natürlich ein nächster oder der nächste große Bereich sind die Arbeitsproben. Da ist ja relativ offen gelassen, was genau man da abgeben kann. Also ob man Drehbücher abgibt, Storyboards oder Filme oder irgendwelche Fotoserien. Das ist super offen gelassen. Ich glaube aber, dass wenn ich so gucke, wer angenommen wurde, ich glaube, dass niemand keinen Film abgegeben hat. Die meisten, also ich glaube, die meisten haben tatsächlich sogar drei kleinere Filme oder Videos, die man schon mal gemacht hat, irgendwie abgegeben. Oder sonst zum Beispiel irgendwie 2 Filme und ein Drehbuch oder vielleicht irgendwie ein Drehbuch, ein Storyboard und dann einen kleinen Film. Also dass man vielleicht, ich glaube zumindest, dass irgendwie ein Film oder sowas, wo man einfach zeigen kann, hey, ich habe schon mal was gedreht, ich weiß, wie es auch hinter der Kamera ist und kann das nicht nur von Filmen gucken, ist vielleicht ganz cool. Aber das ist nur das, was ich irgendwie so aus dem Gespräch mit anderen rausgehört habe. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Aber ja. Also ich habe auch 3 Filmchen, Videos abgegeben. Das erste Video war dabei einfach nur so ein kleiner Kurzfilm, den ich schon mal in der 10. Klasse oder sowas einfach nur zu zweit mit meiner Cousine gedreht hatte. Das war so eine kleine Monster unterm Bett Geschichte. Dann das zweite Video war so ein Surf-Video, einfach nur so ein Zusammenschnitt am Strand in Neuseeland, wo ich mal für einen Tag war. Und das dritte Video, das war ein bisschen komischer, das war so eine Art Selbstgespräch. Also ich habe mich zweimal auf dem Sofa gefilmt, das dann zusammengeschnitten, dass ich halt mit mir selber rede quasi. Und zwar habe ich das gemacht, weil es gibt ja schon ein paar Videos hier auf YouTube, wo Leute darüber reden, wie die sich bei der HDA beworben haben. Und da hatte ich das Gefühl, dass in den Bewerbungsvideos man meistens die Person auch schon gesehen hat. Und da dachte ich so, vielleicht ist das ganz cool, dass die Leute so ein, oder die Profs, die das dann auswählen, wer genommen wird, schon mal so einen sehen. Aber ich glaube, das haben die wenigsten gemacht. Aber keine Ahnung. Ja, das waren meine 3 Videos, die ich da gemacht habe. Und ja, dann checkt man das Ganze ab und dann wartet man und dann wird man hoffentlich irgendwann zur Eignungsprüfung eingeladen. Das ist natürlich jetzt momentan nicht
persönlich, deswegen weiß ich nicht genau, wie das Ganze da stattfindet. Bei uns war es dann so, dass es quasi aufgeteilt war in einen schriftlichen Teil und einen Interviewteil. Bei uns war es die Aufgabe, dass wir eine uns bekannte Person nehmen, die uns inspiriert und diese charakterisieren auf irgendwie ein oder zwei Seiten. Ich weiß aber, dass in den jetzigen Drittsemestern, bei denen die haben einen Kurzfilm bekommen, den die dann irgendwie auf ein, zwei Punkte hin analysieren mussten. Also es ist super unterschiedlich irgendwie immer, was da für eine Aufgabe ist. Und dann kommt man in das Interview mit den Profs, was ich glaube, was eigentlich der wichtigere Teil ist. Und hier ist es, glaube ich, einfach wirklich nur wichtig, dass man wirklich Sachen anspricht, die einen selber interessieren. Also die Profs stellen am Anfang vielleicht so eher allgemeinere Fragen, irgendwie was einen selber interessiert, und damit lenkt man dann quasi so ein bisschen das Gespräch. Also wenn man sagt, ja, ich bin mehr an Kamera interessiert, dann manchmal kommen eher technischere Fragen oder Fragen zur Bildgestaltung. Oder wenn man sagt, hey, ich finde Dokumentarfilme voll cool, dann kommen halt dazu eher die Fragen und sowas. Und da sollte man sich vielleicht auch so ein bisschen auskennen. Welche anderen Fragen wurden bei mir noch gefragt? Es wurde noch auf jeden Fall so gefragt in die Richtung von, wenn jetzt in 5 Jahren alles gar nicht funktioniert und du hast kein Geld, um deine Filme zu drehen, so was machst du dann? Wie gehst du dann vor? Also ich glaube, die wollen auch so ein bisschen rausfinden, ob man halt weiß, dass Film jetzt nicht irgendwie das sicherste Berufsfeld ist und dass man sich damit auseinandergesetzt hat und sich sicher ist, dass man es trotzdem machen möchte. Und ja, dann kamen auch so Fragen wie, wenn du jetzt was drehen könntest, was würdest du machen? So einmal haben die mich so ein bisschen eher in die dokumentarische Richtung, also was sind so aktuelle Themen, die mich interessieren. Und dann auch so, was wäre jetzt so ein Film, den ich drehen würde? Da habe ich dann einfach so eine kleine Idee, die ich schon mal vorher hatte, einfach gepitcht. Was ich glaube auch ganz cool ist, dass man einfach zeigen kann, hey, ich habe mich schon mal irgendwie länger mit dem Thema beschäftigt als jetzt seit 2 Wochen oder sowas. Ich glaube, insgesamt geht es auch einfach darum, dass man jetzt nicht unbedingt das größte Vorwissen hat und schon alles weiß und kennt und sowas. Zum Beispiel bei mir war auch immer die Frage so, ob ich schon ältere Filme kenne, und ich hatte vor dem Blackout und sowas, was echt peinlich war im Nachhinein, aber es hat ja anscheinend jetzt... Also es war so kein Dealbreaker in dem Sinne irgendwie, weil die suchen, glaube ich, eher Leute, die einfach irgendwie da reinpassen, wo die merken, hey, die haben Bock, Film zu studieren, und vor allem nicht nur Film, sondern vor allen Dingen auch Motion Pictures hier an der Hochschule und nicht irgendwo anders, und dass das einfach rüberkommt, dass man sich halt damit auseinandergesetzt hat und weiß, dass man das sicher machen möchte. Und dass man halt auch Sachen hat, die man erzählen möchte, so ob das jetzt irgendwie, also vor allen Dingen aus dem, also oft ist natürlich dann auch so im persönlichen Leben und sowas, was man schon mitgenommen hat, oder wo man sagt, hey, das sind Themen, mit denen will ich mich auseinandersetzen und die möchte ich irgendwie loswerden, da möchte ich Leute drüber informieren oder sowas. Das ist natürlich immer gut, wenn man da Sachen hat, die einen begeistern oder wütend machen oder halt einfach irgendwie beschäftigen. Das war's jetzt auch, was mir so zum Thema Bewerbungen einfällt. Es gibt ja auch noch so von ein, zwei anderen Leuten schon Videos hier auf YouTube. Ich verlinke die mal unten. Die könnt ihr euch auch schon mal angucken. Falls ihr trotzdem noch Fragen habt, könnt ihr uns natürlich immer gerne hier oder auf Instagram schreiben. Und ansonsten wünschen wir allen, die sich bewerben, natürlich sehr viel Glück und Erfolg. Und ja, bis dann! Abonnieren.